In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Powerline zu Hause bei sich einrichten. Die Einrichtung des Devolo Powerline Set ist kinderleicht. Ich habe hier das Netzwerkkabel mit meinem Speedport Router im Hintergrund verbunden, stecke das Ganze jetzt hier in den Powerline Startadapter rein und verbinde diesen mit der Steckdose normalerweise in der Wand. Ich habe jetzt hier eine Verlängerungsschnur, um das zeigen zu können. Es dauert einen kleinen Moment, jetzt bootet das Gerät und blinkt. So, ich stecke jetzt hier den zweiten Adapter, den ich habe, in eine andere Wandsteckdose in meinem Haus. In dem Fall habe ich jetzt hier auch ein Verlängerungskabel und warte, bis die Lampe hier leuchtet. Ich drücke jetzt hier einmal den Knopf, um einmal die sichere Verbindung herzustellen und gehe einmal hinten zu meinem zweiten Adapter und drücke dort auf der Seite auch diesen Knopf. Und damit wird nochmal die Verbindung verschlüsselt, damit Ihre Daten auch sicher sind. So schnell ist Powerline eingerichtet und ich habe jetzt Netzwerk in einem anderen Raum. Um die WLAN-Funktion des Devolo-Adapters zu nutzen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie nutzen hier den WLAN-Key von der Rückseite des Gerätes und verbinden sich halt mit diesem Devolo-WLAN, was dann bereitgestellt wird. Oder man klont die WLAN-Zugangsdaten des Telekom-Routers in dem Fall, um quasi im gleichen Haus das gleiche Netz überall zu haben. Dazu stecke ich den Adapter nochmal rein in die Steckdose, warte dann einen Moment, etwa 50 Sekunden, bis diese Lampe leuchtet und dann kann ich über zwei Tastenkombinationen das WLAN meines Routers auf diesen Devolo-Adapter übertragen. Hier die Taste mit dem Haus und innerhalb von 2 Minuten muss ich jetzt die WPS-S-Taste an meinem Speedport-Router drücken, in dem Fall etwa 2 Sekunden. Jetzt blinkt das Ganze auch, das Anmelden und WPS mit WLAN. Und dann dauert es einen kleinen Moment, bis dann sich das Ganze verbindet. Und der Klonvorgang läuft jetzt. Man sieht das hier nochmal mit dem Blinken. Sowohl mein Speedport-Router blinkt als auch der Devolo-Adapter. Die Daten werden jetzt also kopiert. Und wenn dann alles eingerichtet ist, dann kann ich diesen Adapter dort verwenden, wo ich das möchte. Hier als kleine Kontrolle habe ich hier eine App auf meinem Android-Smartphone, die das WLAN analysiert. Ich habe hier einmal das TK-Guest, das ist quasi der Speedport-Router, der gleichzeitig auch das Telekom-Phone-Hotspot, also den Gästezugang der Telekom bereitstellt, und habe jetzt hier nochmal ein zweites TK-Guest, das wäre in dem Fall hier der Access-Point meines Devolo-Adapters. So wie es hier ist, dass das nebeneinander ist, macht natürlich keinen Sinn. Ich würde den Adapter jetzt in irgendeinen Raum in meinem Haus einbauen, wo einfach schlechter Empfang ist, zum Beispiel auf dem Dachboden oder auch in der Gartenlaube oder sonst was, und hätte damit einfach eine Verstärkung. Wie gesagt, über das Stromnetz bekommt er seine Daten und stellt dann ein WLAN bereit. Neben der WLAN-Funktion hat der Devolo-Adapter aber auch 2 Gigabit-Netzwerkports integriert. Das heißt also, Sie können Ihren Computer oder auch zum Beispiel den Entertain Media Receiver per Netzwerkkabel dann verbinden und das Ganze geht dann über das Stromnetz zu Ihrem Router. Ich habe hier zum Beispiel einen Laptop angebunden, man sieht hier auch nochmal ganz schön 1 Gigabit pro Sekunde Verbindung, also Highspeed-Netzwerkkabel-Verbindung ist mit dem Adapter ebenfalls möglich. Und in dem Fall hier Fernsehen über das Internet mit Telekom IPTV und das Ganze über einen Powerline-Adapter als Netzwerkverbindung. Powerline funktioniert nur innerhalb des gleichen Stromkreises, also wenn Sie irgendwie Zwischenzähler oder so haben, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Da gibt es als Alternative hier zum Beispiel diese WLAN-Bridge, womit Sie ebenfalls die Verbindung in einen anderen Raum bringen können.